Herzlich willkommen bei Major Dom's Barbecue. In der heutigen Folge machen wir Butterfly Chicken. Was das genau ist, was das bedeutet, das seht ihr jetzt. Jetzt bin ich trotzdem noch mal kurz da, Freunde. Es hat sich leider wieder der Tonfehlerteufel eingeschlichen. Fast alle Audiodateien von dem Video sind kaputt. Und da das Video jetzt auch kurzfristig wieder entstehen musste, aufgrund zeitlicher Notstandes, konnten wir nichts anderes mehr jetzt machen, außer, ihr werdet es gleich hören, das komplette Video, was zum Glück heute nicht so lang ist, durchzusynchronisieren. Außer Intro, habt ihr gerade gehört, das haben wir jetzt noch nachgedreht. Und Gott sei Dank, die Endszene, wo wir probieren und ein Fazit ziehen, da hat der Ton funktioniert. Das heißt, es ist im Endeffekt nur eine Synchronisation des Weges zum Ziel. Lasst euch davon nicht stören, erfreut euch an meiner erotischen Stimme und viel Spaß. Wie immer zeige ich euch am Anfang, was wir hier eigentlich vorliegen haben. Wir brauchen natürlich für unser Gericht die Chicken Drumsticks. Die werden auf eine bestimmte Art aufgeschnitten, das seht ihr gleich. Ansonsten recht wenig, wir haben einfach nur ein bisschen Öl, Mehl, Rubs eurer Wahl, Salz, das ist im Mehl drinne. Und dann können wir jetzt auch schon zum Schneiden. Ihr erinnert euch doch sicherlich an mein Pollofino-Video, wo ich Simple-Chef Markus zu Gast hatte. Das ist jetzt eigentlich eine ähnliche Nummer. Wir nehmen den Drumstick und gehen einmal unten komplett herum, gucken vor allem, wie ihr hier seht, dass wir die Sehne auch wirklich erwischen und haben das einmal komplett abgesenzt. So, dann Drumstick ausrichten, sodass er gut liegt. Und dann gehen wir einmal komplett bis an den Knochen runter und ziehen durch. Müsst ihr gut auf eure Fingers aufpassen, ist halt da eventuell ein bisschen rutschig. Ansonsten fangt ihr halt oben in der fleischigen Keulenecke an und geht dann nochmal runter. Wichtig ist halt bis zum Knochen durch, sich da lang hangeln. Hier oben seht ihr jetzt, da sind dann halt auch so Knorpelansätze. Da muss man dann mit dem Messer auch nochmal drumrum schneiden. Wir bleiben jetzt hier wie ein Kommentator live bei der Szenerie. Das ist das Wichtigste am Video. Wie ihr sehen könnt, man macht sich das dann so stückchenweise auf, immer am Knochen orientieren. Grobe Sehnen, die sich lösen, die kann man dann auch mit dem Finger sich dann mal komplett rausziehen. So wie sich das ergibt. Und dann geht ihr Fleisch und zum Knochen hin immer weiter runter und fächert diesen Drumstick Stück für Stück weiter auf. Jetzt geht's auch schon ans Melieren und Würzen. Wie ihr sehen könnt, ein bisschen Rapsöl ran. Dann nehmt ihr Würze, Raps eurer Wahl. Ich habe mich jetzt hier entschieden für Paprikapulver geräuchert, so als bisschen Untergrund. Und dann gab es einen Rub oben drüber. Da könnt ihr nehmen, was euch dazu passt. Hähnchenwürzer, was auch immer. Von beiden Seiten gut drauf andrücken und dann wird das Ganze einfach nur leicht meliert. Also nicht standardmäßig komplett paniert. Könnt ihr auch machen, gibt es auch. Aber ich habe mich einfach nur für ein bisschen Mehl entschieden, um das Gewürz zu schützen und dann geht es auch schon an die Plancha. Auf der Plancha, der Grill ist halt auf mittlere Stufe eingestellt, legen wir unsere Butterfly Chicken von beiden Seiten drauf. Hier seht ihr, ab dieser Brennstufe ist Zeit zu wenden. Das sind maximal 3 Minuten und am Ende, wo wir es nur noch liegen lassen zum zu Ende gar ziehen, wird natürlich nochmal mit einer Barbecue-Soße durchgeglazed. Ihr seht unsere Chicken Butterflies, Butterfly Chicken oder wie jetzt während der Zubereitungsphase mir aufgefallen ist, Top Gun Wings. Weil schaut mal her. Das sind quasi auch kleine Flugzeuge. Und da ich vorgestern im Kino war, Top Gun gucken, können wir jetzt auch Top Gun Wings draus machen. Guck mal hier. Voll cool. Dazu gibt es einfach Knoblauch, Steak, Pommes. Damit fange ich an. Eine sichere Nummer. Ich finde Pommes mit Knoblauchöl beste Lösung. Aber gut. Ist doch mega heiß.
guck mal mein Glück. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist halt auch die Idee daran. Wenn man sich jetzt fragt, warum soll man das machen, warum so aufwendig aufschneiden, ist gar nicht so aufwendig. Kommt natürlich darauf an, wie viele ihr macht. Wie ihr sehen könnt, auch durch dieses leichte Melieren, es hält einfach die Form und ist halt einfach wieder für so Barbecue-Party eine andere Snack-Version. Ist einfach fürs Auge offensichtlich mal wieder was anderes. Und natürlich auch ein bisschen angenehmer zu essen, wie ihr jetzt hoffentlich sehen werdet. Das wird zu heiß sein, aber Kameramann drängt. Müssen jetzt durchziehen. Überraschend schmeckt es natürlich. Wir haben leckeres Hähnchen. Schön durchgerubbt. Passend dazu halt das geräucherte Paprikapulver, was wir verwendet haben. Super gut zu essen. Die Barbecue-Soße war auch ein bisschen hot. Merkt man jetzt auch. Aber macht absolut Spaß, Sinn. Und wie gesagt, probiert es auf eurer nächsten Barbecue-Party auch aus. In diesem Sinne war es das schon für heute. Wie immer, liken, teilen, kommentieren und ganz wichtig abonnieren. Ruhig mal im Freundeskreis weitererzählen. Kanal wächst und gedeiht. Und das liegt eigentlich nur an euch. Bis demnächst, euer Major. Ciao.